Wir waren in diesem Seitwärtsgehen, ne, mit den Wolkenhänden. Und jetzt der letzte Schritt ist schon so, dass er die Richtung 90 Grad vorbereitet. Ihr wisst das vom Gehen, ne, die Füße sind immer leicht schräg zur Gehrichtung. Das heißt, wir sind jetzt so für die Seitwärts-Geh-Geschichte. Und wenn ich jetzt nach da möchte mit meinem Oberkörper, also Gesamtausrichtung 90 Grad nach da, dann macht es einen Sinn, den Schritt schon so schräg zu machen. Und wenn ich dann in diesen Fuß mein Gewicht gebe, dreht die Hüfte schon in die Richtung. Ja? Ich mache das einmal. Mit der letzter Schritt. Dann nehme ich meinen Fuß und mache den schon so komisch schräg. Weil wenn ich jetzt mein Gewicht da reingebe, dreht sich zumindest der Oberkörper schon mal in die Richtung. Es ist immer noch Wolkenhände. Ne? Immer noch Wolkenhände. Den Schritt, diesen schrägen, dann steigt meine rechte Hand zur Schnabelhand. Wir haben das ja bei dem ersten schon gehabt, im ersten Whip. Und sind in der Ausgangsposition für den zweiten Whip. Ja. Und der ist dann genauso wie der erste Schritt nach vorne. Gewichtsverlagerung, die Hand, die rechte bleibt ziemlich in der Position im Raum, wo sie ist. Durch die Gewichtsverlagerung öffnet sich die linke und stellt sich ein wenig auf. Ja? Schultern sind locker. Und die Abfolge machen wir jetzt nochmal. Ja? Ich versuche dann gleich auch nochmal die Fußabfolge aufzunehmen von oben. Also letzter Schritt. Ich komme im linken Bein an, kann mein rechtes dahin heben, Gewichtsverlagerung und rechte Hand steigt zur Schnabelhand, links wird am Fußdach Hacken angehoben angestellt. Also ist das ein Schnappschuss. Der Schritt nach vorne ein Schnappschuss, ich kann immer noch abheben. Dann Gewichtsverlagerung und linke Hand stellt sich so ein bisschen auf. Ja. Einmal noch. Ein einziges Mal und dann versuche ich mal die Füße aufzunehmen. Gewicht. Und wie bei all diesen Übungen ist es gut, diese Schnappschüsse, also diese Einzelbilder, auch als Entspannungsposen zu nehmen. Also hier drin zu bewegen, wie fühlt sich das an, bin ich ausgerichtet. Dann der Schritt, ist ziemlich wichtig. Ist wirklich was Hartes. Dann die Gewichtung mit der Drehung. Also diese Gewichtung mit der Drehung, die kann man wirklich ein paar Mal öfter machen. Das ist dann halt ein ganz kleiner Abschnitt der Bewegung. Das hier wieder entspannen. Den Schritt ankommen.